Der zweite Spieltag in der Regionalliga West, da wo Fußball zu Hause ist, im Hecker-Wien-Stadion. Zu Gast in die Spiel- und Sportvereinigung Velbert. Der SV Rödinghausen verabschiedete vor dem Spiel noch Aytürk Gitschim und Andreas Sauer. Beide verlassen den Verein. Velbert in der vergangenen Woche mit einem 0:0 beim 1. FC Köln bei der zweiten. Und er hier, er stand im Fokus in der letzten Woche. Sinisa Veselinovic, 3 Tore gegen Wegberg Beek. Die erste Gelegenheit des Spiels ergab sich für Velbert mit diesem langen Ball auf Cambolut. Aber genau der stößt hier zusammen mit Schönwelder und Isan Kalkan. Das sah gar nicht gut aus. Beide Spieler mussten länger behandelt werden. Kalkan kurz benommen, ging aus dem Spiel, musste dort noch weiter behandelt werden. Es ging aber später für ihn zum Glück weiter. Währenddessen dieser lange Ball in den Lauf von Langer. Der sucht in der Mitte Sinisa Veselinovic, aber der verpasst hier, kommt nicht an den Ball. Dann erneut Velbert. Starke Aktion ist das hier von Kevin Hagemann, der jetzt hier wieder am Ball ist, sich da gut durchsetzt. Der Ball kommt zu Milko Trisic, der auf Alex Fagasinski, und in der Mitte ist Philipp Schmidt. In der 10. Spielminute das 1:0 für Velbert, und das war wirklich gut rausgespielt. Zunächst eine starke Einzelaktion von Kevin Hagemann und dann der Pass auf Schmidt, der den Ball im Netz versenkt. Der SVR agierte nun mehr nach vorne. Veselinovic fordert hier den Ball, aber er bekommt ihn nicht, sondern Sören Sieg. Den sehen wir jetzt gleich oben im Bild. Sören Sieg mit dem Lupfer und mit dem Tor. Der Ausgleich für Rödinghausen, 27. Spielminute. Und wir sehen es hier nochmal, was für ein schönes Tor. Auch da wäre Veselinovic fast dran gewesen, lässt den Ball aber reingehen. Sören Sieg mit dem wichtigen Ausgleich für Rödinghausen. Aufbauspiel dann über Kalkan, über Evers, der spielt den Ball hinein, will Bülter finden, findet aber Müller, und der spielt in den Lauf von Marius Bülter. Der Ball geht knapp vorbei, das hätte die Führung für Rödinghausen sein können. Dann Eckball für Velbert über Tumanan. Der Ball zunächst geklärt, gelangt aber zu Kevin Hagemann. Der Ball kommt wieder rein und dann ist Philipp Schmidt da völlig frei und trifft die Latte. Richtig gefährliche Aktion im 16er des SVR. Und dann Sebastian Jakubia, ganz stark technisch, setzt er sich hier durch. Ganz große Aktion von ihm, und dann belohnt er sich nicht mit diesem Tor. Das hätte das 2:1 für Rödinghausen sein können. Langer Ball von Schönwelder. Nach vorne in die Spitze, weitergeleitet von Bülter auf Diallo. Und der Ball kommt zu Veselinovic. Kurz vor der Pause hätte auch das die Führung sein müssen, vielleicht sogar. Veselinovic verpasst hier. Mario Ermisch kann es nicht fassen. Aber auch diese Aktion nicht ganz einfach, den Ball hier im Netz unterzubringen. Dann war Halbzeit 1:1 unentschieden nach den ersten 45 Minuten. Und weiter ging es dann mit einem Angriff für Velbert. Und der Möglichkeit, hier ein Tor zu erzielen. Milko Trisic war das mit dem Schuss. Versuch hier nach der Pause. Lehnemann dann auf Müller. Der mit dem Pass auf Bülter. Und dann ist das Diallo mit diesem super Ball in den Lauf von Marius Bülter. Und das Tor, das 2:1. Die Führung, 52. Spielminute, und der Jubel sagt alles, wie wichtig dieser Treffer für Rödinghausen war. Wir sehen es in der Wiederholung, ein herrlicher Lupfer auch hier von ihm. Versenkt der Ball zum 2:1. Trainer André Pawlak musste reagieren, aber auch Rödinghausen wechselte für Diallo, kam Björn Schlottke in die Partie. Tumanan dann mit diesem Ball auf den eingewechselten David Müller. Der verzieht aber doch recht deutlich in dieser Szene. Hohes Anspiel dann von Sören Sieg auf Veselinovic. Der lässt klatschen und der Ball geht in den Lauf von Björn Schlottke. Und der spielt in die Mitte und dann ist ein eigener Spieler noch dran. Von Velbert Marius Schultens in der 74. Minute ein Eigentor. Etwas unglücklich für ihn. Bülter wäre vielleicht eh da gewesen.
Wie dem auch sei, 3:1 für Rödinghausen. Sören Sieg ging dann aus dem Spiel. Jens Buddecke war für ihn neu dabei. Und er war gleich beteiligt mit diesem Pass in den Lauf von Björn Schlottke. Der mit der Flanke auf Jakubiak. Buddecke und wieder der starke Sebastian Jakubiak. Er belohnt sich heute einfach nicht mit einem Tor. Der Ball dann bei Jakubiak. Und der dreht nochmal auf. Sebastian Jakubiak mit dem Pass auf Björn Schlottke. Björn Schlottke! 4:1. 81. Minute, der Endstand ist hergestellt. Richtig schönes Tor. Nach guter Vorarbeit von Jakubiak ist Schlottke da, der eingewechselte Mann. Bringt viel Geschwindigkeit ins Spiel. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel vom Trainerteam Ermisch-Steinmann. Der Ball geht unten rein. 4:1. Ganz klar zur Freude der Rödinghauser offiziell. Ein Eckball von Evers. Ball geht zu Kalkan. Und der versucht es mal per Pfeilrückzieher. Mann, wäre das ein Tor geworden. Letztes Jahr erzielte er das Kacktor des Monats. Das wäre das Tor des Monats geworden. Langer Ball dann nochmal, aber kein Problem für Jan Schönwälder. Der legt sich den Ball nochmal zurecht zum Abstoß. Und dann ertönt der Schlusspfiff. Der SV Rödinghausen gewinnt gegen Velbert mit 4:1. 6 Punkte nach 2 Spielen, 9:1 Torverhältnis. Besser kann man nicht starten.